So, ihr Lieben, weiter geht's mit Crossing Souls. Wir suchen den Sheriff bei den Toten und hoffen natürlich, dass er Antworten auf unsere Fragen hat. Nämlich, wer der frisch Rasierte war, der beim Bier die Zeche, Barbier die Zeche geprellt hat. Mein Gott. Papa braucht einen Schluck Kaffee. So, okay, reden wir mit Ymir. Häftling, ich habe es nicht getan. Ich kann mich... kann mich jemand hören? Ist der frisch rasiert? Nein. Jo. Big Joe. Achso, das bin ich. Entschuldigung, Sheriff. Ich brauche ein paar Informationen über einen Mann. Wie geht's, wie steht's? Informationen zu einem Mann, sagst du. Meine Erinnerung ist nicht mehr die beste, aber ich helfe so gut ich kann. Der Barbier hat mir gesagt, dass er am Tag des Brückenvorfalls versucht hat, jemanden verhaften zu lassen. Ach ja, der Barbier und seine Prioritäten. Ich konnte den Schuft nicht fangen. Ich hatte den ganzen Tag bei der Brücke zu tun. Ich weiß noch, dass ich meinen Partner, möge er in Frieden ruhen, auf seine Spuren gesetzt habe. Wenn ich mich recht erinnere, ist er in den Saloon gegangen. Aber mehr wussten sie nicht über ihn. Vielleicht wissen die dort noch etwas. Vielen Dank, Sir. Gut, dann Abmarsch. Gehen wir in den Saloon, Saloon, Saloon. Dort lassen wir niemanden ruhen. Schubidu. So, und... Bup. Okay, fangen wir mal hier mit dem... Ah, mit dem Klaviotisten an hier. Ich dachte nicht, dass du wiederkommen würdest. Du wolltest wissen, wann die Brücke zerstört wurde, richtig? Oh, ich war hier schon mal zwei Folgen vorher vielleicht. Ich erinnere mich nicht an das genaue Datum, aber ich erinnere mich, dass an dem Tag eine große Grammophonmesse stattgefunden hat. Ich erinnere mich nicht an das Datum, aber es war irgendwann zwischen 1800 und 1900. Ja, okay. Ich war ja schon bei 1890 und 1900. Hallo? Fragst mich wegen der Brücke? Natürlich bin ich froh, dass sie eingestürzt ist. Ich hatte es satt, da draußen Wagen zu überfallen. Das Leben als Revolverheld ist harte Arbeit und seit die Brücke weg ist, kommen keine Goldsucher mehr. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Gold ich in diesen Bergen versteckt. Junge, sieh mich an, ich bin jetzt ein Gentleman. Ironisch, oder? All das Gold, das man sich jemals wünschen könnte und trotzdem komme ich nicht hier weg. Ja, okay. Cooler Typ, cooler Typ. Hoppala. Ich will einmal hier, ich will auch mal mit Kevin zocken. Weil Kevin kann das hier. Und das hier. Und das. So. Dieser Mann macht mich krank. Glaubt er, mein Lebensziel ist es, zu arbeiten? Ich bin in diesem Drecksloch... bis ich in diesem Drecksloch verrecke? Ich will ein Star werden. Eine Legende. Ich muss hier weg. Warum gehen Sie dann nicht? Niemand zwingt Sie, hier zu bleiben. Oh doch, Mein Beau ist ein bekannter Händler in dieser Gegend. Er muss sehr viel reisen, aber er kommt immer zurück, um mich zu sehen. Oh, es ist so lange her, seit ich ihn gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass er jetzt bald kommt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber nun gut. Hey, ich habe gerade mit dem Sheriff geredet und er hat mir erzählt, dass ein Freund von Ihnen am Tag der Brückenexplosion einen Verdächtigen bis hierher gefolgt ist. Stimmt das? Das weiß ich nicht mehr, aber es gibt da etwas, das mir helfen könnte, mich wieder zu erinnern. So etwas wie ein Goldnugget. Na klar doch. Hören Sie, ich hab's satt, allen hinterher zu laufen. Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Rollenspiel? Rollenspiel? Was ist das? Okay, schon gut. Ich sag dir, was du wissen willst. Der Kerl, von dem du redest, war hier. Er hat nach der Tänzerin gefragt. Aber dieser Fremde, von dem der Barbier dir erzählt hat, war nicht nur frisch rasiert. Er hatte auch einen Schnitt im Gesicht. Ich weiß nicht, was der Barbier dir erzählt hat, aber es entspricht nicht ganz der Wahrheit. Vielleicht solltest du ihn nochmal fragen gehen.
Dann gehen wir noch mal den Barbier fragen. Huh! Nicht in die Pferdescheiße treten. Huh! Yo, Barbier. Was hast du was Neues für mich? Ich hoffe, du hast diesen Schuft gefunden. Nein, entweder haben sie mich angelogen oder ihre Beschreibung ist falsch. Anscheinend ist der Mann, nach dem wir suchen, nicht nur rasiert, er hat auch eine Narbe im Gesicht. Hä? Das stimmt, die Narbe hat er von mir. Bei der Explosion habe ich mich erschrocken und ihn geschnitten. Dieser Tag war für jeden eine Katastrophe. Tut mir leid, meine Erinnerung ist nicht mehr das, was sie mal war. Hab zu viel Zeit hier verbracht. Tut mir leid, dass ich euch ohne die richtigen Informationen losgeschickt habe. Ich bin ja vielleicht eher trocken und zynisch, aber ich habe Prinzipien. Lass mich den Gefallen erwidern. Schon gut. Also, was wissen Sie? Die Explosion auf der Brücke hat einiges Chaos verursacht. Die Leute haben die Gelegenheit zum Plündern genutzt. Kämpfe sind ausgebrochen. Vielleicht solltet ihr mit einem Banditen reden. Unter Dieben gibt es keine Ehre. Komm jetzt! So. Bandit, Bandit, Bandit. Guten Tag. So. Achso, das haben wir schon. Guten Tag. So, hier. Ups, ups, ups. Hallo, du da. Natürlich bin ich froh, dass ihr... Das ist immer noch der gleiche. Der bringt uns gar nichts. Wupp. Dann gehen wir nochmal in den Knast vielleicht. Oder vielleicht gucken wir direkt nochmal hier im Shoppen. Ist hier noch irgendwer Totes? Hallo? Nein. Dann gehen wir nochmal zum Knasti, Knast mit Knastenstein. Ups. Du da! Endlich jemand, der zuhört. Sag diesem Kerl, er soll mich gehen lassen. Ich habe nichts getan. Okay, okay, ganz ruhig. Zuerst möchte ich Sie etwas fragen. Was wissen Sie über den Fremden mit dem Schnitt im Gesicht? Der Fremde, der die Kintsugi-Brücke in die Luft gejagt hat. Was meinst du damit? Hast du mir denn überhaupt nicht zugehört? Das bin ich nicht und ich bin unschuldig. Ich bin... Was? Das bin ich und ich bin unschuldig. Ich bin der Fremde mit dem Schnitt im Gesicht. Aber ich habe die Brücke nicht gesprengt. Was meinen Sie damit? Das verstehe ich nicht. Ich werde dir meine Geschichte erzählen. Mein Name ist Elias Breford? Ich bin Händler auf dem Santa Fe Trail. Natürlich hat das Gefängnis mein Aussehen verändert. Ich bin hergekommen, um meine Liebste zu finden. Ah, das ist die Bordell, wollte ich sagen, Saloon. Ja? Bevor ich wieder zurück nach Osten gehen wollte. Sie hat im Saloon gearbeitet, sie war Tänzerin. Aufgrund meiner Arbeit haben wir uns nicht oft gesehen, aber ich hatte es zu der Zeit geschafft, ein kleines Vermögen anzusparen und wollte sie bitten, meine Frau zu werden. Ich wollte sie überraschen. Was ist dann passiert? Bevor ich zu ihr ging, habe ich mich erst rasieren lassen. In dem Augenblick flog die Brücke in die Luft. Dieser verdammte Barbier hat sich bei der Explosion erschrocken und mich geschnitten. Ich bin natürlich gegangen, ohne zu zahlen. Als ich im Saloon ankam, war meine Liebste nicht da. Der Manager hatte mir gesagt, dass sie frei hatte. Ja, das habe ich alles schon gehört. Als nächstes... bin ich zum Bahnhof gegangen, falls sie dort auf mich warten würde. Aber zu der Zeit herrschte auf den Straßen bereits Chaos. Am Bahnhof bin ich auf einen Banditen gestoßen. Der hat mich zu Boden geschlagen und ist geflohen. Als ich aufgewacht bin, war ich hinter Gittern. Der Bandit hatte meinen neuen Anzug genommen. Er passte zu diesem Hut. Ich werde diesen Mann niemals vergessen. Er hat sich selbst Blackwater genannt. Und wissen Sie, wann das passiert ist? Nicht so genau. Aber es war zwischen 1870 und 1890. Das heißt, also der andere hat gesagt zwischen 1890 und 1900. Dann tippe ich jetzt mal auf 1890 als korrektes Datum. Blackwater zwischen 1870 und...
Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht weiß der Bandit in der Bar ja etwas. Ja, der diesen Anzug trägt, der zum Hut passt zum Beispiel. Na, jetzt komm da oben schon mit, Mann. So. Jetzt gehen wir wieder darauf. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wenn man erstmal die Fährte hat, ne? Zack, so. So, hier, du Pansen hier, du. Sagt ihm der Name Blackwater irgendwas? Blackwater? Ich weiß nicht, wovon zum Teufel du da redest. Ach nein, und wo haben sie dieses Outfit her? Passt zu der Beschreibung, die Elias Britt. Entschuldigung, Mundgulasch. Die Elias Briford gegeben hat. Der Kerl, der ihretwegen im Gefängnis ist. Okay, okay. Sprich leiser. Ja, ich bin Blackwater. Aber was willst du? Ich habe die Brücke nicht gesprengt. Ich habe nur etwas gestohlen. Ich bin jetzt ein respektabler Mann, klar? Du darfst niemandem sagen, dass ich irgendwie involviert war. Ich sage niemandem etwas, wenn sie mir das Datum sagen, das ich wissen will. Hör mal, ich weiß nicht mehr genau, wann die Brücke in die Luft geflogen ist. Aber im Austausch für dein Schweigen sage ich dir, wer es war, wenn du willst. Okay, vielleicht erinnert sich die verantwortliche Person an das Datum. Ich sag, es ist die Tänzerin. Aber sag niemanden... Ah, es ist richtig, sag niemanden etwas über meine Vergangenheit. Die Tänzerin hat die Brücke gesprengt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich wusste, es war die Tänzerin. So, Puppe. Weil die wollte nämlich nicht, dass ihr geliebter Mann wieder abreißt. Pass mal auf, so. Also haben Sie die Brücke in die Luft gejagt? Warum? Nein, das habe ich nicht. Ach ja? Wegen Ihnen muss ich mich auf diesen Psycho-Brick verlassen, um hier wegzukommen. Entschuldigung. Und wussten Sie schon, dass Ihr Freund ihretwegen in Haft... ist? Was meinst du damit? Das kann nicht stimmen. Meine Laie ist im Gefängnis? Das ist viel zu schön für die Klasse. Nein, ich wollte nicht, dass das passiert. Ich habe die Brücke gesprengt, ja, aber ich wollte niemanden verletzen. Sie haben nicht nur die Stadt zerstört, die Behörden dachten auch noch, er wäre ein Verbrecher und haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Er war gekommen, um sie zu bitten, ihn zu heiraten, damit sie beide nicht mehr getrennt sein würden. Oh Gott, mein lieber Elias, was habe ich getan? Bitte, wenn du zurückgehst, sorge dafür, dass das, was ich getan habe, niemals passiert. Ich muss nur das Datum wissen, an dem sie die Brücke gesprengt haben, damit ich das beheben kann. Okay, das weiß ich nicht mehr, aber ich nimm... Aber hier, nimm das. Das ist der Schlüssel zur Mine. Dort habe ich mein Tagebuch versteckt. Ich habe alles aufgeschrieben. Auf der letzten Seite steht das Datum, nach dem du suchst. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay, zur Mine! Schakabui. Wo ist die Mine? Weiß die, wo die Mine ist? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwo wird die schon sein, oder? Also hier... Ist. Oh, Moment, hier ist ja noch Zeug, sehe ich gerade. Moment, ich muss mal ganz kurz hier den Knüppel rausholen. Kann ich nicht auch. Los, peitsch das alles. Jawoll, Alter. Gut. Ich weiß gar nicht mehr. Ein Herzchen. Wow, das war gut. Wo ist die Mine? Okay, Goku Gadgetto Schuhe. Ja, okay, ist nicht so cool. Das ist die Mine hier unten. Guten Tag. Das hier sieht aus wie die Mine. Ist hier irgendwas Gruseliges? Hallo? Nein? Okay, dann können wir jetzt hier hinein. Gehe ich da rein? Hallo? Hallo? Gehen wir rein, oder? Oh, okay. Ich habe das jetzt eigentlich gedacht, dass das Bild ausfädelt. Oh, oh. Piu, 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 piu. Ihr ekligen Unholde der Vergangenheit. Stirbt, Motherfucker.
Motherfucker! Oh nein, da ist voll der Gangster. Wow, voll der Kuttengangster. Oh, ich krieg richtig auf den Dates von ihm. Oh. Weg, weg, weg. So. Ja, kommt davon, wenn ihr euch ektoplasmisch mit mir anlegt. Ich muss mal ganz kurz hier eine Heilung vollziehen. Komm. Ja, noch ein wäre, glaube ich, verschwendet. Was willst du? Achso, muss ich... wups. Er kann klettern, ne? Ja, er kann klettern. Und springen kann er auch. Oh oh. Something is happening here. Warum ist hier ein Schachtfeld? Warum frei? Ich krieg doch gleich sowieso mit. Ich darüber? Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber kann. Es sieht nicht aus, als könnte man darüber, oder? Ach. Bergarbeiter, wow, ich habe hier unten schon seit Jahren niemanden mehr getroffen. Suchst du auch nach Schätzen? Angeblich befindet sich hier irgendwo ein Safe voller Reichtümer. Aber ich kann diese Symbole an der Wand einfach nicht entziffern. Vielleicht fehlt mir irgendein Hinweis. Was haben wir denn da? Kann ich das nehmen? Nee. Kann er das nehmen? Nee, auch nicht. Hm. Was hat denn das hiermit alles zu tun? Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ah, hier ist die Karte. Oh, und eine imaginäre Schatztruhe. Mega gut. Pac-Buddy. Oh, das sieht aus wie Pac-Man, nur in eklig. Du hast ein Videospiel erhalten. Ja, das müssen wir erstmal gucken jetzt. So, im Moment. Erstmal müssen wir... Habe ich das jetzt angenommen? Ja, bestimmt habe ich das angenommen, ne? Sammlung. Da ist Pac-Buddy. Okay. Gott. Er ist hungrig, rund und sein Magen ist ein riesiges Loch. Deine Mission lautet, Packet Buddy zu kontrollieren und einen riesigen Käse, der sich... Packet Buddy zu kontrollieren, einen riesigen Käse, der sich von kleinen Gegenständen ernährt. Schließe diese wahnwitzige Abenteuer ab und futtere die kleinen Bewohner von Packlandia, bevor die Phantome der Laktose oder... Ein extremer Anstieg deiner Triglyceride dich vernichten. Okay. Oh, das kann ich nicht öffnen, ne? Doch, okay, leer. Hm. ja. Okay. Das sieht aber etwas komplexer aus. Wie wir das Rätsel lösen, seht ihr beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis bald.